Atlas versus William Wallace. Der Kampf des Jahrhunderts, Ladies and Gentlemen. Kaufen Sie sich noch heute Ihre Tickets, denn bald sind Sie vergriffen. Ist das jetzt dein Ernst? Hi. Ich bin kleiner Stefan. Ich übernehme jetzt diesen Kanal und spreche für den großen Stefan. Ich bin ein perfekter Klon. Nur zu klein gerade. Ich fühle mich wie Rick. Ich bin Mini-Rick. Gott, verdammt nochmal. Ich glaube, ich bleib jetzt so, ganz ehrlich. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Rock of Ages 2 Bigger and Bolder. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch an den ersten Teil erinnern können, aber ich kann das sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel damals extrem geliebt. Es war teilweise unglaublich abgefahren, aber irgendwie auch lustig. Und ja, jetzt ist ein zweiter Teil erschienen und selbstverständlich spiele ich den. Wie könnte ich das nicht tun? Ich starte eine neue Story-Kampagne. Hilf Atlas in der Story-Kampagne, seinen Globus wiederzufinden, während er gegen ausgefallene historische Charaktere und Kunstwerke, die zu lebensgroßen Bossen werden, anrollt. Ich glaube, das beschreibt das ganze Spiel ziemlich gut. Ich spiele auf normal, weil einfach ist und zu einfach. Das ist Atlas und das ist seine Geschichte. Ups. Er hat den Urkontinent gespalten. Hey, das bin ich aus dem ersten Teil. Das ist Sisyphus. Wie? Du hast das Ding gerade noch getragen. Wie fällst du drauf? Okay, das heißt, Atlas hat seine Erde verloren und hat jetzt den Stein aus dem ersten Teil geholt, statt der Erde. Dieses Spiel, ey. Ich glaube, diese Zwischensequenz beschreibt das ganze Spiel. Mehr als das muss nicht gesagt werden. Okay, ich weiß, neu ist Folgendes. Ich muss den Stein jetzt über die Map rollen, um dann die verschiedenen Level freizuschalten, ne? Das weiß ich, genau. Ich gehe mal hier runter. Oxfordshire. Betrete die Arena. Das ist das Tutorial. Okay, ich weiß eigentlich, wie man das spielt, aber ich schlage es nicht aus. Natürlich. What did I just say? How would you defeat the British? Eh bien, une artillerie très mobile combinée à des manœuvres qui placent mon ennemi dans une position défavorable. No, you use a giant boulder. How many times must I explain this? Mr. Herodotus, I think I'm in the wrong class. You would all belong in different periods. Quiet! You're just trying to get excused from class, aren't you? Well, I tell you. A real boulder. I never seen a real boulder before. Nee, die sind sehr selten. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey, King Richard's army! It's that one coming here to kill us! Oh Gott. Oh, ich schätze, das ist wohl König Richards Armee, hm? Richard Löwenherz. Das ist der erste historische Charakter, dem wir heute in den Arsch treten werden. Im Tutorial. Und Atlas nur so, hey, ich kann Karate, komm her. Ach, das Spiel. Oh, ich liebe es jetzt schon. Es ist so schön. Ich kann das gar nicht beschreiben, okay? Ich weiß nicht, was die genommen haben, als sie das Spiel gemacht haben, aber ich will auch was davon. Okay, das Tutorial. Präsentiert von Napoleon. Neppi, ich weiß, wie man das spielt, okay? Monsieur Bonaparte, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist unser Schlachtfeld und der Gegner hat auch ein Schlachtfeld und wir versuchen, unsere Burg kaputt zu machen. Das ist der Plan. Ich weiß, Napoleon, ich hab's gerade erklärt. Schneller als du und effektiver. Aber die Grafik ist viel hübscher. Ja, der Gegner hat auch ein Schlachtfeld. Und der Gegner hat auch eine Burg. Und in der Burg ist... Richard Löwenherz. Das Voice Acting, Bro. Okay, können wir anfangen? Okay, das ist der Plan. Man rollt mit seinem, also für alle, die das Spiel nicht kennen, man rollt mit seinem Stein über die Map, muss den Hindernissen ausweichen, die der Gegner aufstellt, die ich auch aufstellen kann für ihn.
und muss quasi seine Burg kaputt machen, bevor er meine kaputt macht. Und der Gegner und ich sind quasi im Wettkampf miteinander. Das heißt, wer das zuerst schafft, der gewinnt. Und ich muss das Tor mit so viel Power wie möglich rammen, um ihm dann Leben abzuziehen unten rechts. Okay, das war gerade maximaler Schaden. Ich glaube, viel schneller als so ging es nicht. Ich bin nicht sonderlich beeindruckt, Richard Löwenherz. Verteidige dein Schloss. Okay, Richard bereitet seine Attacken gegen uns vor. Ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Ich weiß, wie es funktioniert. Okay, jetzt kann ich Hindernisse aufstellen. Danke. Sehr nett von dir. Ich habe jetzt so viel Zeit, wie ich will, um meine Verteidigung aufzubauen. Hier fängt er an. Das heißt, ich mache einfach mal hier zu mit Türmchen. Keine Ahnung. Ich habe nicht allzu viel, doch ich habe sehr viel Gold. Ich kann es richtig übertreiben. Der Feind ist am Rollen. Ach so, ich kann jetzt nicht rollen, während er rollt, weil das das Tutorial ist. Natürlich geht er einfach durch die Türme durch. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das verlieren kann. Vielleicht werde ich gleich eines Besseren belehrt. Ich habe keine Ahnung. Okay, da unten wird jetzt mein Felsblock gebaut. Und das hat gesessen. Okay, der hat maximalen Schaden angerichtet. Ich mache ihn mal... Ich bereite das schon mal vor. Ich mache ihn mal hier ganz am Ende. So langsam wie Menschen möglich. Nur damit er nicht auf dumme Gedanken kommt und mir noch mehr Schaden zufügen will. Okay, ich kann wieder. Ich bin bereit. Ich mache ihn kalt. Ich habe allein deshalb schon gewonnen, glaube ich, weil ich vor ihm anfange zu rollen. Richtig? So funktioniert das. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also es ist ewig her, dass ich ihn gespielt habe. Ich weiß das nicht mehr genau. Aber die Map ist so einfach, man kann ja kaum runterfallen. So, pass auf, zieh das rein. Hey, Richie! Ah, 198. Noch ein Schlag von mir. Und der Typ ist Toast. Das ist sehr gut. Kann ich mehr Katapulte, weil wegen Fuck It? Yo, Rich! Hi! Jetzt! Und sie schreien wieder. Das ist wie im ersten Teil. Hi. Ganz langsam und? Yes, das ist auch wieder im Spiel. Und ich kann das Zeug hier noch kaputt machen. Yes, das Furzgeräusch, wenn er stirbt, ist wieder in-game. Und ich tanze auf seinem zerdrückten Körper. Man muss das Spiel einfach lieben. Es geht nicht anders. Das ist die einzige Möglichkeit. Es geht nicht anders. Man muss das Spiel einfach mögen. Okay, jetzt ist das weg. Das heißt, jetzt kann ich mich hier halbwegs frei bewegen. Okay, was ist das da oben? Ist das auch ein Level oder ist das was anderes? Das hier. Ach, neue Einheit. Ich muss mir meine Einheiten von der Map aufsammeln. Platziere Banken in der Nähe von Minen, um mehr Gold zu produzieren. Minen werden aufleuchten, wenn eine Bank ausgewählt wurde. Okay. Das war gerade absolut schlechte Betonung. Dann hier links ist noch irgendwas? Eine Sprungbrettfalle. Stoße Felsblöcke, weil Sprungbretter sind verwundbar, während die Falle sich zurücksetzt. Okay, ich gehe mal hier hoch. Wobei, kann ich auch runter? Ich könnte auch hier runter. Gibt es hier noch irgendeine Einheit oder... Ach Gott. Ich meine, das ist cool, aber es ist leicht verwirrend, weil ich nicht weiß, wo ich als nächstes hin soll. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe noch hier rüber. Gibt es eine Kuh? Ist das eine Kuh? Haftende Kühe, weil natürlich existiert sowas. Sammlung aus anhänglichen Hürden, die den feindlichen Felsblock abbremsen. Eier. Schottland. Wir gehen nach Schottland. Ich betrete die Arena. Das ist jetzt das erste richtige Level. Schottland? Es ist William Wallace aus Braveheart. Hi. I am William Wallace. Oh Gott, der Akzent, ey. William Wallace is 7 feet tall. It's a bird. He kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes. And bolts of lightning from his arse. I am... From his arse? And I see. Das ist der echte William Wallace. Jawohl. Ja, es ist definitiv der echte William Wallace. William Wallace! ja, es ist der echte William Wallace, auf jeden Fall. Okay, Atlas versus William Wallace. Der Kampf des Jahrhunderts, Ladies and Gentlemen. Kaufen Sie sich noch heute Ihre Tickets, denn bald sind Sie vergriffen. Ein Kampf für Generationen. Okay, cool. Wähle deine Waffen. Ah, ich habe jetzt ein Limit, was ich alles mitnehmen kann. Okay, es gibt wieder den Smiley-Feld. Und zermalme deine Feinde mit einem Lächeln. Aber der hat die gleichen Stats, ne? Okay, was bringt der? Der hat auch die gleichen Stats, so ziemlich. Ebenso tough wie der nächste Felsblock. Was? Ich nehme mal den hier. Und dann... Die haben doch dieselben Stats, oder? Ich meine, es ist jetzt der Löwen-Felsblock von Löwenherz.
aber ich glaube, die haben dieselben Stats. So sieht es zumindest aus. Ja, die haben absolut dieselben Stats. Das heißt, ich nehme nur den hier mit und mache hier unten voll. Ich nehme das hier mit, eine Bank, einen Turm, einen Kriegselefant und haftende Kühe, weil wegen ich kann es mir leisten. Und nehme einfach... Nee, weißt du was? Smiley Felsberg for the win. Okay, cool. Ich drücke bereit. Und wir sind im Spiel. Habe ich Zeit, mich zu verteidigen? Ich habe Zeit, mich zu verteidigen. Ich glaube, ich konzentriere mich eher darauf, ihn kurz vor Ende aufzuhalten, weil ich glaube, es ist besser. Das ist keine perfekte Verteidigung, aber ich habe das Spiel gerade erst angefangen, okay? Ich bin noch in der Lernphase. So, ich bin bereit. Darf ich? Ich würde gern. Ich warte. Jetzt. Gleich. Dankeschön. Okay, Smiley Felsen for the win. Dieser Typ, ja, für wen auch immer er sich hält, William Wallace, wird zerstört. Das Ding ist echt schnell. Nein. Sprungbrettfalle. An der Stelle ist böse. So, da ist sie kaputt. Pulverfässer, schlecht platziert, sind keine Gefahr. Dann hier links. Das Ding ist echt schnell. Ist der Felsen schneller als im ersten Teil? Ja, toll. Beeindruckend. Der Felsen ist viel schneller als im ersten Teil, kann das sein? So fühlt sich zumindest an. Was hat er hier? Nein. Ich muss das Level auswendig lernen. Fuck, der erste Anlauf zählt nicht. Okay, der erste Anlauf besteht immer daraus, das Level auswendig zu lernen. Damit ich weiß, wo ich lang muss und lang kann. Das Ding ist echt schwer zu kontrollieren. Ich meine, es ist ein riesiger Felsen. Aber seit wann... Das hat gesessen bei mir. Seit wann sind riesige Felsen so schwer zu... Bam! 182, das hat mehr gemacht als er bei mir. Okay, wie sieht's bei mir aus? Ich will's gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Wie viel hat er kaputt gemacht? Alles. Respektabel. Wär's denn mit Haftkühen hier? Und dann hier ein neuer Turmaufbau. Damit er da nicht durch kann. Und dann machen wir auch noch Haftkühe hier, damit er auf jeden Fall Haftkühe mitnimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das genau spielen will. Aber ich muss ihn am Ende so langsam wie möglich machen. Weil wegen, das ist gut. Gibt's hier immer... Hier gibt's noch das. Kann ich mehr Geld rausholen? Nice. Das funktioniert. Haftkühe vor der Brücke. Weil wegen, keine Ahnung, was die bringen. Ich meine, sie machen ihn langsamer. Aber ansonsten, keine Ahnung. Und dann auf der Brücke kann ich sonst nicht viel platzieren, ne? Der Feind ist am Rollen. Los, los, los. Schlagt schneller, Männer. Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Yes. Okay, das ist... Kommt mir schwerer vor als der erste Teil. Weil der macht halt schon gut Schaden, wenn er trifft. Ne? Das Spiel hält sich nicht zurück. Was gut ist, weil ich habe den ersten Teil gespielt. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Okay. Ich könnte verschiedene Abkürzungen benutzen. Oh nein, das ist... Also, ich komme da nicht außen rum. Nee. Also doch schon, aber nur wenn ich ganz genau auf die Brüstung ziele von der Brücke. Du bist ein Mistkerl, Wallace. Du bist ein Mistkerl. Und die Fallen hat er auch gebaut. Toll. Toll. Sehr. Nein. Ha. Nein. Ich komme ganz langsam vorwärts. Fuck. Kann ich bitte... Ich werde hier zurückgesetzt. Why? Jetzt. Dankeschön. Das ist toll. Das ist... Super. Super. Willy, du bist ein hervorragender Gegner, aber er wird absolut zerlegt. Guck mal oben rechts. Der Typ wird absolut zerlegt. Der kriegt richtig aufs Maul. Ich weiß nicht, was das für ein Felsen ist, den er benutzt. 172. Ah. Ich weiß nicht, was das für ein Felsen ist, den er benutzt. Aber er hat gerade ziemlich gelitten. Okay. Ich halte noch ungefähr zwei aus, er noch einen. Wenn ich richtig gut bin, kann ich ihn zerstören mit dem nächsten. Aber dazu darf ich nicht zu viel Leben verlieren. Also nicht so oft runterfallen, nicht so oft sonst irgendwas passieren lassen. Kriegen wir das hin? Schaffen wir es, William Wallace zu besiegen? Keine Ahnung. Ich spamme Kühe und Elefanten. So viel, wie ich spammen kann. Ich bin bereit. Verpassen wir ihm den finalen Schlag. Wäre es jetzt nicht super peinlich, wenn das nicht reicht? Stell dir vor, ich rede jetzt zu groß. Wir verpassen ihm den finalen Schlag. Und dann reicht es einfach nicht. Ich darf nicht zu schnell sein. Das ist das Secret. Ich meine, Geschwindigkeit ist wichtig für Schaden. Aber ich muss aufpassen, sonst ramme ich wirklich noch eins dieser Fässer. Und die Dinger tun weh, wenn sie hochgehen. Oh, überall Katapulte. Der Typ, ne? Katapultfetisch. Wer baut sowas? Komm. Ja. Perfekt. Das war perfekt gefahren. Das ist neues Fast and Furious confirmed. Okay, dann hier und dann hier. Und jetzt werde ich Vollgas geben, weil er hier unten nichts... Doch, er hat natürlich Fässer aufgestellt. Aber ganz unten hat er nichts versteckt. Pass auf, zieh das rein. Hey, Willy! Yes! Hi, schrei, denn es wird dir nichts mehr helfen.
Willy, du bist mein. Dieses Geräusch. Dieses wunderschöne Geräusch des Sieges. Ah, schön. Okay, ich habe jetzt anscheinend seinen Felsen freigeschaltet da oben, ne? Sein Felsen, ein Porträt und sonst noch irgendwas. Okay, Willy wurde gewillied. Nice, jetzt das weg. Was gibt's da oben für eine neue Einheit? Was gibt's hier? Feuerwerkskanone. Schießt mit explosivem Feuerwerk auf zufällige Flächen um sich. Yay. Das ist super spektakulär. Wo geht's hier unten hin? Ein Tor, für das ich 10 Sterne brauche. Okay. Und dann ist hier anscheinend ein Bossfight. Sieht zumindest aus. Aber es gibt anscheinend auch wieder Bossfights. Das heißt, ich habe nur 2 Sterne, ich brauche 10. Das heißt, es läuft ungefähr wieder so wie im ersten Spiel. Man macht einfach die Level und sucht dann eben genügend Sterne, um durch die Tore zu den Bossfights zu kommen. Nur die Karte ist jetzt ein bisschen... Ich will nicht sagen unübersichtlich, weil noch habe ich mich nicht dran gewöhnt. Aber ja, es ist mindestens genauso lustig wie das erste Spiel. Ich würde mal sagen, das reicht fürs erste Video hiervon. Ich weiß nicht, ich finde das immer noch super lustig. Ich weiß nicht, was es ist. Aber die Musik, der Artstyle, der Humor, es ist klasse. Es ist absolut klasse. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Die Musik ist klasse. Geht voll ins Ohr.